Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, bei mir fröstelt's. Ist ziemlich kalt. Ice Planet. Ice Planet ist eingezogen mit dem letzten Video, das große Konvolut, was ich euch gezeigt hatte, was ja wahnsinnig gut ankommt. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass euch die Videos so gefallen und schaut mal, wie gut mir die Sets gefallen. Ich bin auf jeden Fall aktuell am Vervollständigen und habe dabei große Freude, das wird es dann auf jeden Fall in Teil 2 sehen zu geben. Doch zuerst mal was viel, viel Wichtigeres, und zwar möchte ich Danke sagen. Ja, danke für 1000 Abonnenten. Das ging jetzt wahnsinnig schnell, der Endspurt. Und da habe ich mich natürlich riesig darüber gefreut. Ich werde mich dafür aber auch noch erkenntlich zeigen in einem separaten Video, was es wieder geben wird. Ich werde mir auch ein kleines Gewinnspiel für euch überlegen und ja, dass ihr dann auf jeden Fall wieder schön mitmachen könnt. Und ja, da werden wir bestimmt wieder viel Spaß haben dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wollte euch im Hintergrund nur schon mal zeigen, dass ich aktuell schon am Vervollständigen bin. Das sind schon mal zwei kleine Sets und der rechte kleine Raketenfahrzeug, das sogar schon verkauft. Ja, da habe ich sogar auch schon eine Anfrage bekommen diesbezüglich. Und ja, beim Rest schaue ich auf jeden Fall mal, was ich noch alles vervollständigen kann aus diesem schönen Konvolut. Ja, ansonsten war es eine starke Woche, muss ich sagen. Waren wieder sehr, sehr viele Bestellungen. Ihr seht es wahrscheinlich auch an der Videolänge. Aber da waren jetzt nicht nur Bestellungen mit bei, natürlich auch Dinge, die ich gekauft habe, die ich euch zeigen wollte. Und ich hatte auch mal ein paar Stands probiert, wo mir der liebe Manuel hat zukommen lassen. Ja, viel, viel passiert auf jeden Fall und ja, dementsprechend würde ich auch sagen, wir starten direkt und wie gesagt, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle. Ich habe mich wirklich riesig gefreut über die 1000 Abos. Dann machen wir direkt weiter. Let's go! Und wir starten in diesem Vlog mal mit Bestellung auspacken. Ja, wenn der Postbote zweimal klingelt, werden es vermutlich zwei Pakete sein. Das zeige ich euch separat in einem Video. Man hört es vielleicht schon, ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Wir schauen dann mal, was drin ist. Das fand ich ganz nett. Und zwar hat ein Kollege freundlicherweise für mich was mitgebracht. Er war im Kaufland, hat mir Bescheid gesagt, hat gemeint, Mensch, du, die haben super Angebote, magst du etwas? Ja, da haben wir mal geschwind Shopping gemacht. Die Geschichte war innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Und er war jetzt so freundlich und hat mir gesagt, er schickt mir das alles zu. Schauen wir mal gemeinsam rein. Ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft da oben, dann brauchen wir einfach mal einmal unser Messer. So, und schon hebt die Sache. Wunderbar. Falls ihr euch wundert über die fehlende Verpackung, hier handelt es sich um die 11030. Ein wunderschönes Set, bestehend nur aus Basic Bricks. Es hat nicht mal eine Karton gepackt. Ich habe gesagt, ist mir egal, macht die Verpackung weg, braucht kein Mensch. Dementsprechend sieht das hier so aus. Schön, schön, schön. Zweimal dieses Jurassic Park Set. Die 76946 hat er mir mitgebracht. Und dreimal, Entschuldigung. Wie gesagt, das die 11030, nicht so interessant. Was ich persönlich schön fand. Dreimal dieses wunderschöne Creator House. Das gefällt mir sehr. Die 311-39. Ich denke, das werde ich euch mal noch zeigen. Es gibt ja noch Alternativ-Builds. Und ja, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ausgepartet wird es, früher oder später. Ich weiß nur noch nicht, ob used oder neu. Das werde ich mir noch überlegen, weil das ist ein wirklich tolles Set. Und ja, an dieser Stelle, lieber Markus, ganz herzlichen Dank nochmal für die super schnelle Lieferung und für diesen super tollen Service. Da werde ich mich auf jeden Fall mal revanchieren für. Bestellungen packen. Ja. 8 Teile, 6 Lots, 30,14 €. Ja, eine ganz liebe Nachricht war dabei. Jemand, der das erste Mal bei mir bestellt, das war betreffend YouTube. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Und ja, freut mich natürlich, wenn es Spaß macht. Schön, was haben wir denn alles bestellt? Wir haben einmal einen Tavernkeeper. Schaut dann so aus. Sehr schöne Figur, wie ich finde. Und natürlich eine Wikingerin, auch ganz toll. Zwei Wikinger-Schilder mit dazu. Was haben wir noch? Einen grünen Busch und eine Dark Green Plate. Könnte natürlich so ein bisschen wikingertechnisch schon eine Landschaft werden. Wo seid ihr denn? Hier. Da ist die Bestellung. Tavernenbraut. Nee, männlich war der. Da ist die Braut. Da haben wir dann noch den Busch und die Plate. Und hier sind die Wikinger-Schilder mit drin.
Ja, toll. Schöne Bestellung auf jeden Fall von dir. Vielen, vielen Dank. Gibt natürlich auch hier was zum Naschen dazu und hast dir so nett geschrieben. Schau mal, ich habe hier noch so einen Oktopus, einen Just und einen Skorpion. Das passt doch wunderbar in so eine Wikingerlandschaft. Ich gehe mal davon aus, dass das dann brauchbar sein sollte. Vielen Dank nochmal. Und die nächste Bestellung, die wir uns anschauen werden: 17 Teile, 13 Lots, 118,19 €. Das ist mal eine deftige Bestellung. Kann man sich natürlich schon denken anhand der Lots, dass das dann vermutlich Minifiguren sind. Auch schon mittlerweile ein Stammkunde von mir. 5 Nachrichten, gab auch eine nette Nachricht mit dazu. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Auf jeden Fall, hier haben wir schon mal einen richtig schönen Ritter. Hier einer der alten Generation, ebenfalls alte Generation, alter Generation. Dann haben wir hier von Fright Nights den Batlord, auch ganz cool, die Figur. Da hatte ich lange gesucht gehabt, der war auch in dem Konvolut drin und ich habe dann tatsächlich noch den Helm gefunden. Ja, hat mich natürlich auch riesig gefreut. Und schaut mal hier, Blaurücke ohne Ende. Wie cool ist das denn, ne? Von den Alten auf jeden Fall, dass ich ja auch alles gesichert, was geht. Und auch hier von den Neueren sind welche mit dabei. Und ja, hier aus dem Eldorado Castle, ne? Das sind echt coole Figuren. Und ja, ich mag sie auch persönlich sehr. Eine tolle Bestellung. Also gerade zwei Themengebiete, die ich persönlich auch sehr schön finde. Und hier haben wir auch die gesamte Bestellung. Da sind die Kollegen. Richtig cool. Ja, oder hier jetzt auch natürlich die Used. Ich hatte es ja schon mal in dem Video gezeigt, als ich die Torsos angeschaut hatte. Die sind wirklich in einem Top-Zustand. Hier, das sind ja alles ältere. Und die sind wirklich sehr, sehr gut erhalten. Und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut und freue mich natürlich jetzt auch, dass die an jemanden rausgehen, der auf jeden Fall Freude damit haben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Da haben wir es doch schon. Wirklich, wirklich toll. Ja, kriegst natürlich was zum Naschen. Du kennst das schon, hast ja auch schon das eine oder andere von mir bekommen. Ich habe aber hier immer noch zwei Torsos. Ich wollte ja mal vervollständigen. Mir hat das ein oder andere gefehlt. Vielleicht hast du es bei dir liegen. Dann kannst du sie vervollständigen. Und auch die sind natürlich top erhalten. Gehen dann an dich raus. Und ja, somit ganz herzlichen Dank nochmal. Und ja, bis zur nächsten Bestellung wahrscheinlich. Dankeschön. Der Paketdienst war da und er brachte mir ein Paket von JB Spielwaren. Ja, sind wir mal gespannt, weil irgendwie, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das ist, was ich vermute. Ah, da haben wir einen Lieferschein. Doch, natürlich. Sehr cool. Passt doch. Ich sollte echt mal einen besseren Überblick behalten, was ich alles bestelle. Ja, da freue ich mich sehr drauf und das kann ich euch auch gleich zeigen, warum. Zum einen habe ich mir den hier gegönnt. Ich finde den so cool, allein schon das Bild hier. Kommt richtig, richtig gut. Sind schöne Bilder dabei. Na, mit dem war ich auch schon im Legoland. Hendrik. Richtig cool. Schön, ich freue mich. Das ist cool. Das ist ganz cool. Und zwei Gangens. Wie cool sind die denn bitte, oder? Ich finde die so richtig cool gemacht. Ja, schön. 183 und 208. Nice. Das sind zwei schöne Figuren, da freue ich mich schon drauf. Ja, wunderbar. Somit wieder was Tolles für die Sammlung bekommen. Und ein Kalender, den gucke ich mal, wo ich den aufhänge. Da finde ich auch noch ein Plätzchen. Wunderbar. Ja, mit den Bestellungen bin ich jetzt auf dem Laufenden aktuellen. Jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich einem Thema zu widmen. Und zwar das schöne Zeug, was Brickfest mir geliefert hatte. Da gab es ja diese schönen Halter. Und X-Wing. X-Wing. X-Wing, den gucken wir uns an. Da wollen wir mal schauen. Ui, das sieht gut aus. Der Halter sieht richtig, richtig gut aus. Okay, das wird dann hier mit reingemacht. Soweit, so klar. Ah, Figurenstand, auch schön. Jawohl. Mal sehen. Okay. Ja, soweit eigentlich klar. Kein Hexenwerk. X-Wing haben wir da. Figuren haben wir da.
Akkuschrauber mit Schlagbohrer-Variante haben wir auch da. Bestens. So, wollen wir doch mal loslegen. Ab geht er. So, Operation ist geglückt und ja, soweit so gut. Hebt alles mal soweit. Es sind jetzt drei verschiedene Halter mit dabei. Also je nachdem, in welcher Position ich quasi den X-Wing jetzt dann fliegen lassen möchte, kann ich die mit anbauen. Und das habe ich jetzt schon mal so mit alles soweit gemacht. Das sieht soweit auch ganz gut aus. Man sieht es jetzt auch hier unten. Das wird dann einfach nur aufgenoppt. Passt also auf die Lego-Noppen. Das ist auch echt stabil. Also bin echt überrascht. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das aussieht. Wird hier mit eingehängt. Zack, und schon ist er fest. Oh Mann, sieht das cool aus. Was halt schön ist jetzt beim X-Wing, ich kann jetzt hier die Flügel aufmachen. Das kommt richtig nice. Das gefällt mir. Ich schau das mal hier aus der Variante an. Das sieht wirklich gut aus. Ja, jetzt überlege ich mir eigentlich nur noch was für die Minifiguren. Ups. Jetzt überlege ich mir nur noch was mehr für die Minifiguren, wo die hinkommen. Und mit dem Logo sieht das echt klasse aus. Ich denke, die werde ich direkt daneben setzen. Ah, das machen wir jetzt auch mal. Das kriegen wir schon hin. So, der Halter wäre soweit auch fertig. So sieht's aus. Und im Notfall geht auch ein doppelseitiges Klebeband. Da habe ich ein recht gutes. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, wo wir das Ganze hinmachen. Ja, ich denke, das kommt doch ganz gut, wenn wir das hier drunter setzen. Ah, schick. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Gefällt mir. So, und da haben wir auch schon den nächsten Halter hier aus der Box gezogen. Weg mit dir. Man sieht es hier unten schon. 10497 Galaxy Explorer. Hab das unten jetzt mal soweit eingeschraubt. Hier oben zwei Lego-Steine eingesetzt. Ah, das sieht doch gut aus. Wer doch gelacht, haben wir auch da. Da ist er. Hat sich nur irgendwie die Front verabschiedet. Ich muss mal gucken, wo die gelandet ist. Das lag hinten auf Tatooine bei mir. Mal schauen, irgendwo hat sich das verselbstständigt. So, aber da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das wird. Oh, setzen wir es mal ziemlich weit hinten an. Dürfte einen relativ weiten Schwerpunkt haben, das Ding. Na komm. Oh, da setzt man rein. Ja, die sehen schon super aus, muss ich sagen. Also, das kommt richtig gut. So, Dele. Und schon ist das Ganze auch fest. Schauen wir es mal an. Oh ja. Oh ja. Sieht das nicht toll aus? Mal abgesehen von der Front. Oh ja. Das kommt gut. Das gefällt mir. Ja, ich gehe jetzt gleich mal meine Front suchen, aber der Stand ist cool, absolut. Also für die Vitrine kann ich mir den auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Das sieht schon mal gut aus. Nice. Und ich habe gerade Lust auf mehr, weil die Stands, die machen einfach, die bringen die Raumschiffe richtig schön zur Geltung. Das schaue ich mir noch an. Hier habe ich jetzt gesehen, das ist die Justifier, die habe ich auch noch da. Das mache ich aber mal separat. Die steht ziemlich weit hinten in der Vitrine. Steht jetzt nichts dabei, was wir hier haben. Da schauen wir auch mal rein. Aha, eine Schraube. Dann haben wir auch da eine Platte. Das heißt, wir haben hier einen Stand. Ah, hier. Ahsoka Tano's Jedi Starfighter. Oh. Oh. Okay. Okay. Das wird auch interessant. Das ist soweit klar. Das könnte interessant werden. Oh, da bin ich gespannt. Moment. Steht doch ein bisschen weiter weg. Komm mal her. So. Wer doch gelacht. Den baue ich zusammen, dann schauen wir mal, wie der aussieht. So, und mir ist natürlich bewusst, dass das nicht das richtige Set ist. Die 7751 war nämlich ein älteres Set, das war das Starfighter von Ahsoka. Aber ich habe es einfach am Halter gesehen und ich habe es eigentlich mir fast gedacht. Achtung. Ist das cool? Man kann das Schiff endlich von seiner Schokoladenseite betrachten.
Ah, ihr könnt euch ja daran erinnern, das ist das hässliche Eck. Das ist das schöne Eck. Unten die Minifiguren platziert. Ach, sieht das cool aus. Da freue ich mich richtig drauf, weil das funktioniert wunderbar. Ja, ihr könnt es natürlich auf dem Winkel her drehen, wie ihr es wollt. Aber das ist wirklich cool. Also, das gefällt mir gut. Schön. Oh. Das macht Laune. Ja, und das ist der Kollege, der das Ganze hier betreibt. Das wollte ich euch mal kurz in diesem Vlog hier mit zeigen, weil ich finde es echt eine tolle Sache, was er macht. Er ist übrigens auch bei uns im Discord zu finden. Ich hatte mich mal, ja, mit ihm unterhalten und dann haben wir es per Zufall sind wir mal auf das Thema gekommen. Und ja, ich finde es eine tolle Sache, was er auf jeden Fall macht. Das wollte ich euch einfach mal kurz zeigen, weil kommt man nicht. Also, er macht das wie gesagt alles selber, ne? Hier sieht man jetzt auch zum Beispiel für die Slave One, also fürs Boba Fett Starship, auch hier mit dem Minifiguren-Stand. Das braucht natürlich alles Zeit, das Zeug zu entwickeln, ja. Und preislich finde ich das jetzt völlig in Ordnung. Also da kann man nicht meckern, weil der Versand ist auch schon inklusive, was ich gesehen habe. Ja, kostenloser Versand. Das sind schon tolle Sachen hier. Ach, guck da, den habe ich. Das ist der, wo ich habe. Das ist schon eine klasse Sache, auf jeden Fall. Oh, Millennium Falcon hat er auch. Den müsste ich mir vielleicht mal noch besorgen bei ihm. Das ist auch ein sehr schönes Schiff. Ne, tolle Sache auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch gerne auch mal direkt im Discord an ihn wenden, wenn ihr das möchtet. Oder hier findet dann auch. Ich verlinke es euch aber unten mal nochmal im Kanal. Ja, ich habe auf jeden Fall Freude mit den neuen Stands und vor allen Dingen das T6 Shuttle. Das erscheint jetzt in einem ganz neuen Glanz. Wunderbar. Jetzt sind aber Bestellungen reingekommen. Die gilt es wieder zu packen. Ja, wir haben heute Dienstag. Ich hatte Sonntagabend ein paar Bestellungen aufgegeben bei Bricklink. Ein paar ist gut, ich glaube, es waren 12 Stück. Wer mein Tutorial angeschaut hat, der weiß, was ich momentan bauen möchte. Ich möchte den Interceptor bauen von Mad Max. Und siehe an, so viele Sachen sind schon gekommen. Ihr seid unglaublich schnell alle. Wahnsinn. Der Paketdienst war noch nicht mal da. Ich glaube, da sind auch noch ein, zwei Sachen da. Ja, gucken wir mal, was ich bestellt habe. Einmal von Brickers. Ihr wisst das, wenn die Leute das toll machen, dann werde ich das gerne wieder unten verlinken, wo ich eingekauft habe. Dann zeige ich euch das auch mal. Und ja, schauen wir mal, was da alles gekommen ist. Einmal, wie gesagt, Brickers. Ja. Genau. Da ging es um die paar Steine, die waren wirklich selten doof zu bekommen. Und zwei Figuren, die ich noch nicht habe. Die habe ich mir mal mitbestellt. Dann haben wir noch Outer Bricks. Auch bei Outer Bricks habe ich bestellt. War auch meine erste Bestellung. Ich schaue ja auch mal ein bisschen nach den kleinen Shops, ne, dass das dann alles so passt. Ah, da kommen schon mal 3 von 4 Reifen. Wird echt ein interessantes Modell. Genau, die Teile habe ich noch gebraucht. Und die Teile. Die hier waren tatsächlich sehr teuer. Die hier in Schwarz. Also ganz unglücklich. Aber ist halt so, wenn ein Stein gut gehandelt wird. Ah, thank you for ordering. Outer Bricks war das jetzt hier. Hat auch wunderbar geklappt. Freut mich. Brick Magic. Brick Magic, auch ein kleiner Shop, relativ neu, wie ich mitbekommen habe. Und auch er war hier wahnsinnig schnell. Und ultra gut verpackt, da bin ich jetzt eine Weile dran. Ha. Wollen wir mal sehen hier. Fast schon zu gut verpackt. Aber es geht. Er gibt auf. So. Oh Gott. Das finde ich cool. Vielen Dank für Ihre Bestellung, Brick Magic. Oh, es gibt einen YouTube-Kanal, da muss ich mal reinschauen. Das ist eine coole Karte. Ihr kriegt das immer alle so schön hin. Ich krieg das irgendwie nicht gebacken. Ach ja, er hat ein paar Trooper. Und hier kommen meine Teile, die ich bei ihm bestellt hatte. Und Gummibärchen. Yay. Ja, das war auch überschaubar, aber mir ging es eigentlich um die Trooper. Das finde ich auch mal cool. Das ist mal ein netter Gedanke, auf jeden Fall. Hat was. Sieht richtig schön aus. Ja, vielen, vielen Dank. Hat auch wunderbar geklappt. Ach, schön. Schön, wenn das alles so schnell geht, da kann man ja das Projekt bald schon anfangen.
Hamster-Tamja, bei ihr bestelle ich immer gerne. Sie hat einfach meistens immer die meisten Treffer mit meiner Wanted-List, warum auch immer. Sie hat einfach eine unglaubliche Auswahl. Und faire Preise natürlich auch. Sie hat mir auch schon gesagt gehabt, sie hat mir etwas mit beigepackt zu der Bestellung, weil ich sie jetzt schon ein paar Mal mitgenommen habe ins Legoland. Lassen wir uns mal überraschen. Wäre aber nicht nötig gewesen. Zum einen haben wir hier die Order. Och Tanja, nein, ist das dein Ernst? Das wäre aber nicht nötig gewesen. Schaut mal hier. Oh, sie hat es noch mitgekriegt, wie ich gesagt habe, der wäre so cool. Oh, das ist aber ganz nett von dir. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und man sieht es auch an der Bestellung. Ich hatte mal wieder die meisten Treffer mit ihrer Wanted-List. Was ist das denn hier? Ich habe hier zwei Reifen. Nee, Moment, das sind hintere Reifen und drei vordere Reifen. Irgendwas stimmt mit dem Modell nicht. Ich Käse bestellt. Muss ich mal gucken. Aber das wäre ja nicht nötig gewesen. Wie cool. So ein Zufall. Jetzt packe ich erst die anderen beiden Figuren aus und jetzt gibt es den Kollegen hier auch noch mit dazu. Okay, interessant. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall. Halte ich in Ehren, auf jeden Fall. Och, danke schön. Mindestens ist ja, glaube ich, mehr wert, wie der Bestellwert war, oder? Kann das sein? Ja, kann schon sein. Das waren nämlich 15 Euro hier. Ah, danke schön auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich sehr. Oh Mann. Cool. Da sind sie auch schon, die Bestellungen. Und zwar 42 Teile, 15 Lots. Jemand, der das erste Mal bei mir kauft, 13,77 Euro. Das ist eine Bestellung, da geht einem doch wieder das Herz auf. Schaut mal hier, Blacktron, M-Tron, ja, und dann jede Menge Trans, Neon Green. Ah, gut, Axt und so weiter. Und die Waffen passen jetzt nicht ganz mit rein. Aber einfach nur genial. Ja, also wenn ich mir das anschaue, hier diese Teile. Ja, so war es halt früher, ne? Einfach nur schön. Da sind sie. Das ist der Kollege hier. Den hatte ich aus dem Konvolut. Könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und ja, in dem besten Zustand natürlich. Da ist sein Zwillingsbruder. Dann haben wir hier M-Tron. Ebenfalls sehr, sehr cool, die Figur. Und dementsprechend die Windows, dass hier nichts passiert. Eine wirklich tolle Bestellung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe auch noch ein bisschen gewühlt in meiner Kiste. Habe noch ein bisschen was gefunden, was hier reinpasst. Vielleicht kann es gebraucht werden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Na, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, und die nächste Bestellung. 5 Teile, 5 Lots, 15,37 Euro. Gab auch eine liebe nette Nachricht mit dazu. Und zwar, dass er mich auch über YouTube entdeckt hat. Und er selber auch überlegt, einen Bricklink-Shop zu machen. Und weil er viel noch aus den 90ern und aus 2000 hat, ist natürlich ein sehr, sehr guter Jahrgang. Gerade was Lego-Sets angeht. Da war sehr, sehr schöne Themenwelten gab es hier mit drin. Und wenn das natürlich jemand machen möchte oder Bock drauf hat, ich kann es nur empfehlen. Also es macht unheimlich Spaß, ja, das Zeug einzustellen, das Zeug zu lagern und dementsprechend auch wieder die Orders zu packen. Klar, es gibt auch stressige Tage, aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, wer Bock drauf hat, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, schauen wir mal an, was er gekauft hat. Also 5 Teile, 5 Lots, 15,37 habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Zwei fahrende Mülleimer. Nein, einmal R2D2, einmal BB8, dann haben wir einen Y-Wing-Pilot, wir haben einen Resistenz-Officer und wir haben einmal Yoda. Schön! Das nicht. Das. Da ist er. Das kleine grüne Männchen, ebenfalls in sehr gutem Zustand, habe ich aus dem Konvolut gezogen, tatsächlich. Auch der hier. Die gehören übrigens auch zusammen. Da gab es den alten Yoda Starfighter. Hast du das Starfighter? Starship? Auf jeden Fall das alte Schiff von Yoda. Ja. Die beiden gehören hier zusammen. Die waren beide in dem Schiff drin. Das ist der kleine BB-8, der immer so lustige Geräusche von sich gibt. Ein Y-Wing-Pilot. Kann man nichts falsch machen. Der ist sogar noch neu. Das ist der Officer. Echt coole Figuren. Ja, sage ich ganz lieben Dank. Auch nochmal ganz lieben Dank für die nette Nachricht. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Und ja, möge die Macht mit dir sein. Dankeschön. Und die nächste Bestellung, die eingegangen ist, auch wieder von einem Zuschauer von mir. Ja, schaut gerne meine Videos. Vielen, vielen Dank dafür. Und es ist die erste Bestellung bei mir. 263 Teile, 27 Lots, 57,45 Euro.
Und ja, dann schauen wir mal, was er Schönes bestellt hat. Einmal so Luke Skywalker, das ist die letzte Figur, die ich hatte. Das ist von den alten hier, ja, mit der schwarzen Hand. Auch cool, ging ja die Tage erstmal weg. Dann haben wir einen Naboo Fighter Pilot und einen Y-Wing Pilot. Und wir haben Unkas Boot. Hat übrigens einen coolen Kopf. Bitte. Ja, dann haben wir hier tatsächlich erst Teile, die ich am selben Tag erst eingestellt hatte. Und zwar 2x2 Bricks, 2x3, 2x4 Bricks. Transret, Dark Bluish Gray, die 2x6 Bricks hatte ich erst eingestellt gehabt. Schön, wenn das Zeug immer gleich so schnell wieder rausgeht. In dem Fall wird es gebraucht, freut mich. Plant Leaves haben wir hier, dann haben wir dieses Seegras, sagt man eigentlich dazu, ne? Nimmt man gerne auch mal eine Unterwasserwelt oder kann man auch für normale Pflanzen nehmen. Ganz schönes Teil auf jeden Fall. Ja, einige Plates, die hier gebraucht werden, in Ten und Dark Ten. Wir haben hier nochmal Round Corner 3x3, von denen 12 Stück hier. Das war ein bisschen doof hier. I90, der Moment, wenn man in das Fach läuft und nur noch 10 Stück drin sind. Ein blöder Moment, ne? Ich hatte schon Kontakt aufgenommen mit ihm. Er meinte überhaupt kein Problem. Ach, welch ein Glück. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte so viel gesucht. Ich hatte auch nochmal geguckt von den Sets, die ich hier noch stehen habe oder auszuparten habe. Nirgendwo ist das drin. Das ist jetzt schon länger nicht mehr passiert, aber sollte nicht passieren natürlich. Ja, Round Corner 4x4 und dann haben wir noch Tile Modified, Dark Brown, das sind die mit den zwei Noppen oben drauf. Und dann haben wir noch die Cut Corner und die Wedge Plates. Dann sind wir auch schon ganz unten. Jetzt sind wir durch. Ist wirklich eine Menge, die hier zusammengekommen ist. Schaut mal hier. Da geht einiges. Ja, die ganzen Bricks hier auf jeden Fall, seht ihr schon, die überwiegen hier in der Bestellung auf jeden Fall. Ja, ist einiges zusammengekommen. Hier haben wir die Figuren. Das ist unser Naboo Fighter Pilot, da ist der Y-Wing. Hatte ich ja auch erst verkauft, ne? Ja, wo ist denn unser Luke? Da ist unser Luke. Oh, schöne Figur. Ja, ich kann nur herzlichen Dank sagen für diese schöne große Bestellung. Ich gebe dir mal einen von den Kandidaten dazu, wo ich ein Video gezeigt hatte. Vielleicht kannst du dafür irgendwo was brauchen und da nochmal wegen den Plates. Ich habe hier noch einen Snowtrooper, einen Helmlosen. Der sucht im Moment noch seinen Helm. Vielleicht hast du einen. Kannst ihn bestimmt brauchen auf dem Star Wars Mock. Danke dir auf jeden Fall für die Bestellung und vielleicht bis zum nächsten Mal. Lego hat geliefert. Ah, meine Pick-a-Brick-Bestellung. Sehr schön. Das ging jetzt auch relativ schnell im Verhältnis zu sonst. Immer schön, wenn es so läuft. Kann man die Teile schnell einstellen. Echt jetzt? Moment. So, unglaublich war doch glatt die Post nochmal da unterwegs. Ich glaube, die kriegen langsam die Krise mit mir. Das können wir uns auch gleich noch anschauen. Aber da schaue ich gleich rein. Oh, ein bisschen Platz. So, jetzt los geht's. Pick a brick. Da habe ich so Tierspaß. Oh Mann, ey, das sind sogar verschiedene Köpfe. Ja, wenn man gewissen Mengen nicht bestellt, dann endet das in so einem Dilemma. Aber gut, man hat ja nichts Besseres zu tun. Die Kartons finde ich jetzt mal noch ganz praktisch. Die sind gut wiederzuverwenden. Ja, schön. Interessiert uns jetzt mal nicht. Ah ja, Fliesen waren mir auch alle ausgegangen. Oh nein, oh nein. Waren die wieder zu dusselig hier? Schaut mal, wie die zugeschweißt haben. Da können einige entkommen. Ja, weiße Plant Leaves. Ach, diese Knödel echt. Oliv. Green. Und Dark Green. Schön. The next one. Ah ja, ein paar Weapons, paar Bärte und was sind hier noch? Federn habe ich mitbestellt. Ah, Plant Briefs nochmal in grün.
Land Leaves nochmal in Dark Green, kann ich mich jetzt irgendwie gar nicht dran erinnern, aber in dem Fall und komischerweise nochmal dieselbe Bestellung fast. Müssen wir nochmal gucken, ob dem so war. Oh, der Platz wird rar. Ach, wie schön. So, genau, Light Blue Grey, das hat noch gefehlt. Sand Blue, Dark Orange und Sand Green. Cool, das werde ich jetzt mal verräumen, dann schaue ich mal, was die Post Schönes gebracht hat. So, ziemliches Chaos hier. Aber so ist es halt, wenn man viele Bricklink-Bestellungen macht. Gucken wir uns gleich an. Das fand ich sehr interessant, eine kleine Sendung ohne Absender. Da stand wirklich nur mein Name hier vorne drauf. Es ist nirgendwo ein Absender zu sehen. Vielleicht ist das auch irgendwo weggeflogen, wer weiß. Sollte derjenige auf jeden Fall immer so verschicken, würde ich das nicht empfehlen. Warum nicht, wenn die Sendung nicht zugestellt werden kann? Wohin geht der denn zurück? Der verschwindet. Da könnt ihr euch sicher sein. Also ich denke mal, das war hier, ist weggeflogen oder wie auch immer. Oh, Lachgummi, ist das schön. Dankeschön. Dann, ja, die waren echt blöd zu bekommen, die Dinger. Auch ein Herzchen, cool. Und, ich weiß warum. Okay, ich weiß warum und woher das kommt. Das ist von der lieben Nina von Dreiland Bricks. Vielen Dank, sie hatte mir noch ein paar Figuren beigelegt, aber sie weiß ich genau, die hat auf jeden Fall so coole Aufkleber eigentlich immer. Ich denke, das ist weggeflogen. Ja, doch, man sieht es auch, da oben war was. Hier oben war was. Das ist wohl weggeflogen. Hammer Glück gehabt. Ist auf jeden Fall angekommen. Vielen Dank, liebe Nina. Dann haben wir Hightower Bricks. Auch da schon wieder bestellt. Er hatte aber sehr viele Treffer mit meiner Wanted List. Hightower Bricks. Das auch wieder von meinem Mock. Sehr schön. Das freut. So, was haben wir noch als nächstes? Wir haben hier North Sea Bricks. Von so weit weg und heute schon da. Schön. Ach, das ist wieder ein ganz mieser Umschlag zum Aufmachen. Aber ich verwende sie auch. Ich kenne das Problem. So, das war eine total unnötige Bestellung eigentlich. Schaut mal hier. Die habe ich für das Mock gebraucht. Sie waren noch nicht teuer im Verhältnis, aber sie sind kaum verfügbar in Dark Blue. Und nicht teuer ist relativ. Ne? Wenn ihr jetzt schon mal schaut, die kamen ganz, ganz selten vor einem Set. Hier sind auch noch einige vorhanden, aber sie waren doch schon relativ teuer. Aber es war echt unumgänglich, hier eine Bestellung daran vorbeizukommen. Also wirklich ganz unglücklich. Das ist nicht so interessant. Da habe ich Briefmarken noch bestellt. Ich bestelle die mir meistens online. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, so könnt ihr die selbstklebend, finde ich gut so. Steinebande, schauen wir mal rein. Das müsste auch für meinen Mock sein. Der Umschlag ist besser, der hat hier unten eine Lasche. Mal gucken, ob ich die bekomme, weil die mit den zwei Laschen, die sind auch ein bisschen mühselig zum Öffnen. Die hier sind wesentlich einfacher. Steinebande, ja, das war auch ganz interessant, weil die hier brauchte ich in Metallic Silber. Ja, Fokus jetzt. Die brauchte ich in Metallic Silber. Waren auch nicht viele zur Auswahl, leider. Ein paar Technikteile. Es wird echt ein interessanter Bau. Was haben wir denn da Schönes? Wir danken dir. Du unterstützt Arbeitsplätze. Na, gerne doch. Tolle Aktion. Weiter geht's. So, ganz schwer. Ach ja, Alex. Alex von Cologne Bricks. Danke dir, dass es mal wieder so schnell geklappt hat. Ist wie gesagt sehr schwer, das Paket. Ich weiß aber auch warum. Ich habe mir den Turm gebaut. Logischerweise brauche ich Nachschub, weil ich einen Haufen Standys in letzter Zeit bestellt habe. Und wow, das ist mal eine Menge. Das ist mal eine Menge. Vielen, vielen Dank. Damit kann man arbeiten. Er hatte mir gesagt, er packt mal noch ein paar weitere rein. Das war die bisherige Variante. Das sieht man hier auch von der Dicke her. Und er wollte jetzt mal ein paar testen mit der etwas dickeren Variante, die er noch macht. Das können wir eigentlich gleich machen, Alex. Moment. Da hat man auch gerade Fächer beschriftet.
Da haben wir sie auch schon. Nehmen wir doch mal einen von den Kollegen hier raus. Setzen diesen mit ein. Also, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die passen wunderbar, die ihr hier macht. So, und jetzt hat er noch die dickere Variante. Treffen sollten wir halt schon. Gehen beide sehr gut. Das hebt schon. Sitzt halt ein bisschen satt da drin, aber es ist okay. Absolut in Ordnung. Alex, die dickere Variante finde ich fast besser. Finde ich fast besser, kann ich dir jetzt schon sagen. Toll. Vielen Dank, dass das so schnell geklappt hat. Jetzt können wir da arbeiten. So, was haben wir denn noch? Lakeside Bricks. Ah. Das ist auch toll. Lakeside Bricks hatte mir sogar angeboten, die Lieferung persönlich vorbeizubringen. Wahnsinn Service. Weil sie sind nicht weit von mir entfernt. War aber auch Zufall, als ich da bestellt hatte. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die so nah sind. Schauen wir mal rein, was da hier Neues kam. Lakeside, warum Lakeside? Bodensee. So, und da kommen wir gleich mal rein. Es war nur eine kleine Bestellung, meine ich zu wissen. Genau, da ging es mir um diese Fenster. Auch die sind sehr selten oder nicht häufig zu bekommen. Und die habe ich auch gebraucht. Und, die haben auch schöne Karten hier. Gummibärchen, Dankeschön. Vielen Dank, thank you. Exactly, cool. Scherendorf, Passion for Bricks. Cool gemacht. Der auch wichtig, der Hinweis. Ja, und den gab es in dem Fall als Beigabe für meinen Mock. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch. Da werde ich euch auf jeden Fall auch mal mit hinzufügen. Da wird nochmal eine Bestellung kommen als Dankeschön. Kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, vielen, vielen Dank. Der kriegt einen Ehrenplatz. Ah, schön. So macht das Spaß. Okay. Ja, ich weiß, was das ist. Funwohl hat jetzt demnächst wieder eine Aktion. Da gibt es eine Mystery Box für Leute, die bestellen. Und, das zeige ich euch separat, was das dann ist. Ich kann euch so viel schon mal verraten, kleines Auto. Aber das werde ich euch nochmal genauer zeigen. Das ist ein Set, was man so nicht käuflich erwerben kann. Und das gibt es dann, wie gesagt, nur in Form von einem GWP. Eine richtig coole Aktion. Lasst euch überraschen, das zeige ich euch dann nochmal. Ja, ich habe zu tun. Schön. Post war heute noch nicht da, die sollte auch noch kommen. Uiuiui. Okay, ich lege mal los und sobald die Post da war, melde ich mich dann wieder. Ja, zwei weitere Sendungen sind angekommen über die Deutsche Post. Einmal von AW Brick Collections und einmal von Julian vom Klemmbau. Aber schaut euch mal das an. Das hat der Postbote in dem Auto hergezogen. Ja, das hat ein bisschen leiden müssen. Ich hoffe, es hat alles überlebt. Ich hoffe, es ist alles drin. Das werde ich dann noch kontrollieren. Teile sind schon alle eingestellt, die ich bei Pick a Brick bestellt habe. Ja, läuft heute. So muss das sein. AW Brick war auch eine kleine Bestellung. Die hatten auch irgendwas Spezielles. Da kann ich mich dran erinnern, weil das war eins der letzten Bestellungen, die ich getätigt habe. Auch hier ist mal wieder extrem schnell gewesen. So, genau. Die Felgen waren tatsächlich sehr speziell hier. Die waren sehr speziell. Das sind die vorderen Räder von dem Mock, was ich bauen möchte. Und weil der Tag so schön war, habe ich mir noch ein paar Harry Potter Figuren mitbestellt. Ja, wunderbar. Hat auch toll geklappt. Vielen Dank dafür. So, jetzt wird es interessant. Schauen wir mal an, was das hier wird. Oh, das ist übel. Der Julian, der hatte ja auch dieses Spezial, er hatte da ein bisschen Rabatt auf seinen Shop gegeben, oder was heißt ein bisschen, der war gar nicht mal so schlecht. 20% hat er mir eingestellt, als Dankeschön für 1000 Abos. Und da habe ich ihm doch gleich mal eine Bestellung dagelassen. Und das war auch
der Startschuss für meinen Mock. Das heißt, hier habe ich die meisten Treffer abgeglichen. Und wundert euch bitte nicht darüber. Ich habe ihm gesagt, schmeißt bitte alles in eine Tüte. Es ist für einen Mock, deswegen spielt das für mich überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, da hat er sich auch gefreut. Und das war auch eine Erleichterung für ihn. Was jetzt gut ist, dass er hier so einen schönen Beutel verwendet hat. Ich sehe schon, der ist nicht offen oder so. Das heißt, das hat alles überlebt. Soweit alles gut. Und wie wir es natürlich von ihm kennen, seine Karte. Seine Steinchen sind da. Julian, tausend Dank. War auch schon einige Bestellungen, wo ich bei dir getätigt habe. Immer reibungslos, immer toll. Da sind natürlich Dinge, dafür kannst du nichts für. Aber du hast zum Glück einen stabilen Karton genommen. Andere Karton hätte das nicht ganz so einfach hergekriegt. Und ja, hat mir fast ein bisschen leid getan. Das waren, glaube ich, 250 Lots oder so. Ja, schön. Es geht dem Traum vom Mock näher. Wunderbar. Und die nächste Bestellung ist eigentlich echt überschaubar heute. Ich habe nämlich viele, viele schöne Teile hochladen können. Ich habe ein neues Teile hoch. Ja, läuft gut voran. Das war nämlich jetzt auch eine, die gestern bestellt wurde, ist aber heute schon eingegangen. Das Geld über IBAN, meine zweite IBAN-Bestellung. Sehr schön. Auch wieder mit netter Nachricht dazu. Ich soll weiter so machen und er baut einen Bahnhof. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Es sind 30,29 Euro, 166 Teile, 57 Lots. Und ja, netter Bahnhof. Wir haben Pferdesättel und Pferde und eine Spinne. Einige Light Grey Teile. Es kommt nachher auch noch ein Burgpanel. Also ich hatte ja eigentlich erst auf eine Burg getippt, aber könnte natürlich auch ein älterer Bahnhof sein. Warum nicht? Ganz interessant. Ja, wie gesagt, viele schöne Light Grey Steine. Wir haben jetzt hier noch ein paar Brick Modified mit drin. Wir haben die Brick Modified Facet sogar drin, also diese Ecken da, ne? Ein paar Round Bricks, ein paar Cones, ein Container, eine Flagge, dann haben wir eine Ritterrüstung. Also ich denke, da gibt es natürlich noch andere Projekte, ne? Dann würde das auch wieder zusammenpassen. Wir haben einige Minifiguren-Utensilien, unter anderem ein paar Haare, Torso. Ne, Torso war keiner dabei, ein paar Legs waren dabei. Ein paar Speere, ein Schwert ist mit dabei. Hier ist das Panel, was ich meinte. Ein paar Flowers, einmal eins Bricks. Also wirklich bunt gewürfelt, wirklich schön. Einige Slopes, wir haben sogar Slope inverted als Convex, ist auch einer mit dabei. Gut, ich hatte auch nur einen. Ja, einige Teils, sogar die großen Teils, die 6x6 Teils sind hier mit dabei. Tastatur, ein paar bedruckte Fliesen, zwei kleine Uhren, ein Lenkrad und 8 Felgen. Man halte sich fest, 8 Felgen. Unglaublich. Da ist die Bestellung. Ja. Ihr seht schon, viele, viele schöne Sachen auf jeden Fall mit dabei. Hier sind die zwei Pferde, die habe ich mal zusammen eingetütet. Hier sind die großen Fliesen, die 6x6 Fliesen. Da kann man natürlich auch wirklich schöne Dinge mitmachen. Und ja, einige Teils hier mit drin. Dann haben wir hier noch die kleine Uhr, waren ja zwei Stück von mit dabei. Ne? Hier sind die ganzen anderen Fliesen. Wirklich eine schöne, schöne Bestellung. Hier hinten noch die Minifiguren-Utensilien. Ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Bauen. Und du baust ja einen Bahnhof, hast du geschrieben. Ne? Ich habe nämlich letztens erst den Uhrenturm von Harry Potter auseinandergenommen. Ich habe da nämlich ein bisschen was gebraucht zum Bauen und auch ein paar Figuren habe ich gebraucht. Was ich allerdings nicht gebraucht habe, war diese tolle Uhr. Vielleicht kannst du die irgendwie in einen Bahnhof integrieren, weil ich finde die richtig cool. Ja, also das wäre vielleicht eine Idee, würde ich dir von meiner Seite aus mit dazugeben. Ich brauche sie nicht. Und ja, dann geht das heute noch auf Reise. Ich fahre nämlich gleich auf die Post und hoffe, dass es gleich die Tage schon bei dir ist. Vielen, vielen Dank nochmal. So, und im Moment ziemlich heftig unterwegs, weil, ja, eine dicke Bestellung bekommen, die ich jetzt gerade noch am Packen bin. Das muss ich jetzt gleich noch einpacken. Ja, Seite 11 von 14. Aber jetzt habe ich erstmal gedacht, ich lasse es ein bisschen qualmen. Nicht beim Order Packing, seht das hier? Es qualmt. Es gibt Pudding. Ja, ich gönne mir jetzt erstmal Pudding. Muss sein. Weiter geht's. So, Dille, es geht völlig verrückt weiter. 1708 Teile, 238 Lots, 113,70 €. Wauzi. Ja, jemand, der erst vor 2 Tagen bei mir bestellt hat. Und dementsprechend kam gleich nochmal eine richtig große hinterher. Wahnsinn. Ja, also er baut momentan einen Mock, und zwar den Aachener Dom. Doch, war der Dom. Der Aachener Dom war das, genau. Und zusätzlich baut er noch ein Mittelalterdorf. Hier gerne auch mal Bilder schicken. Ne? Würde mich natürlich auch mal interessieren. Falls ihr das möchtet, schickt mir gerne mal Bilder. Mich interessiert immer sehr, was da so gebaut wird. Und zwar haben wir einen Wikinger, wir haben Antenne, wir haben einige Arches, wir haben Brackets, wir haben Bars, wir haben
1x1 Bricks, also wirklich jede Menge Zeug, wie ihr hier sehen könnt. Ja, also jede Menge Bricks. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht jede Größe angeben. Dann haben wir diese Headlights hier, die alten Brick Modified, werden natürlich immer noch verwendet. Aber hier kommen auch schon die neuen hinterher, ja, sogar mit rund um Studs, ja, mit Four Studs. Dann haben wir Brick Modified, haben wir einige Codens mit am Start. Oh, Flagge, Fenches, diese kleine Minifigur-Statue fand ich ganz witzig auch. Ja, wirklich einiges. 1x1 Plates, 2x1 Plates, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 1x10. Wahnsinn, ne? Dann geht es schon weiter. 2x2, die Corner, 2x3. Also ihr seht schon, hier ist wirklich. Die Farbwahl ist soweit relativ klar. Das geht immer in dieselbe Richtung. Kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Auf jeden Fall bei dem Mittelalter-Dorf definitiv. Ja, ein paar Blümchen noch mit dabei. Ein paar Round Plates, Slopes. Wir sind mittlerweile bei den Slopes angekommen. Es ist unglaublich. Ja, eine wahnsinnig bunte, gemischte Bestellung hier. Es wurde aber auch nicht immer alles gekauft, sondern oftmals nur das, was benötigt wird. Ist natürlich auch richtig so. Aber oftmals waren es dann auch tatsächlich alle Lutz. Also es war so eine 50-50-Sache. Aber schön auf jeden Fall, ja. Schöne große Bestellung. Wir haben auch noch einige Tiles hier. Sind wir bei den Round Tiles, Quarter Tiles mittlerweile angekommen. Ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Wedges. Und Wedge Plates natürlich noch. Und jetzt sind wir dann eigentlich. Jetzt muss ich mal langsam auf die Bremse treten, denn wir sind unten. Tatsache, wir sind durch. Puh, waren nur 2 Minuten. Easy, oder? Ich wünschte, ich hätte in 2 Minuten die Bestellung gepackt. Die hat mich jetzt doch ein bisschen auf Trab gehalten. Aber es ging gut. Da seht ihr das. Ja. Da ist die Packliste dabei. Das ist keine Liste, das ist ein Buch. Ja, hier ging einiges, wie man sehen kann. Hier sind auch die zwei Wikinger. Coole Figuren. Ja, und ich denke, hier muss man auch nicht mal so separat alles durchgehen. Ich habe es versucht, so einigermaßen zu trennen, damit man hier einigermaßen klarkommt. Und hopp. Dann gibt es noch was für dein Mittelalterdorf. Da habe ich noch ein paar Utensilien reingemacht. Ganz oben, das ist übrigens das coolste Utensil hier. Achtung, der hier. Der Mittelalter, der, jetzt sieht man es, der das hier hatte, war der coolste, ne? Der mit Funkgerät. Nein, der Rest sollte eigentlich passen und brauchbar sein. Achso, bei dem Pferd, das hatte hier seitlich am Kopf. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht es tatsächlich doch ein bisschen hier, sieht man es. So leichte Druckpunkte. Ich habe es für den Shop nicht mehr gut gehalten, aber. Vielleicht passt es in dein Dörfchen und somit sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für diese riesige, schöne Bestellung und bis zum nächsten Mal. Und die nächste Bestellung, die wir uns anschauen werden, die kommt vom lieben Olli. Olli ist The Brick Labor. Hat auch schon 119 Abonnenten. Er baut da wirklich eine fantastische Piratenwelt, was ich gesehen habe. Ich schaue mir da auch mal wieder seine Videos an, finde das sehr, sehr interessant, was er da alles macht. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, auch mal reinzuschauen. Er macht das wirklich toll. Sehr angenehmer Zeitgenosse und er hat bei mir bestellt. Schauen wir mal, was er bestellt hat. Ja, er braucht auf jeden Fall 566 Teile, 17 Lots, 34,58 € und ja, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Horns, wir haben 1x1 Bricks, wir haben 2x2 Corner Bricks, wir haben Round Bricks, wir haben Plant Leaves, 1x6 Plates, 1x8 Plates, 2x3 Plates. Und jede Menge Dark Bluish Gray Slopes, Entschuldigung, das sind natürlich für den Felsbau, was er da immer so schön macht. Und dann haben wir jede Menge Medium Blue Teile, das sind für seine Schiffe einige Farben. Ja, einige Teils haben wir auf jeden Fall noch mit drin, 1x1 und 2x und 1x2, so rum. Und dann haben wir noch diese schönen Fliesen in Translight Blue mit den Fischlis drauf. Schön, jeweils 50 Stück. Olli, vielen, vielen Dank. Kam ja einiges zusammen. Da haben wir es. Das sind deine 1x1 Bricks. Hast ja überall die Lots soweit leer gemacht, soweit es geht. Hier sind die Fischlis. Da habe ich noch ein paar von. Ja, schöne Bestellung auf jeden Fall. Auch du kriegst natürlich was Süßes von mir dazu. Wo haben wir es denn? Da haben wir noch was Schickes für dich. Kriegst ein paar Gummibärchen. Und ich lege dir noch was Besonderes mit bei. Lass dich überraschen und hoffe auf jeden Fall, dass es gut ankommt. Danke dir. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Und die nächste Bestellung, IBAN-Bestellung Nummer 3, ganz interessant. Muss ich hier den Status noch ändern, sehe ich gerade. Ja, 9 Teile, 9 Lots, 25,89 € und die kommt vom lieben David. Und zwar der liebe Arundel ist das. Ja, er hat auch das erste Mal bei mir bestellt. Wir haben unser Millhouse, der geht jetzt auf Reisen. Musel, dann haben wir einen Roboter,
ein Sidekick-Roboter, finde ich auch witzig. Dann haben wir Batgirl, einmal in so einem Batman-Kostüm, fast schon halber. Wir haben den lieben Kalenderman, den finde ich ultra cool. Und ja, Catwoman auf jeden Fall. Gore hat er sich ausgesucht, das Marvel. Und wir haben noch Puffer, Ninjago. Und wir haben Kingsley. Auch Kingsley geht auf Reisen. Schön. David, da ist deine Bestellung. Hier siehst du sie, alle die Kollegen. Hier ist der Kalenderman. Ich finde den irgendwie echt witzig. Für das, dass der im Verhältnis sehr günstig ist, hat schon was. Harry Potter habe ich dir hier mit eingepackt. Ich habe sie oben drauf geschrieben, damit ich sie auf jeden Fall voneinander unterscheiden kann. Auch das geht heute auf Reisen. Du hast dir ja noch was ausgesucht. Und hoppla, wo habe ich denn jetzt was Süßes für dich? Nanu. Ich tue noch was bei. Ich finde noch was und du hast ja eine Figur vergessen zu bestellen. Da ist sie. Schenke ich dir. Geht heute noch auf Reisen. Viel Spaß damit, mein Lieber. Dankeschön. So, jetzt war gerade noch eine Lieferung da und zwar habe ich bei Blue Ocean noch bestellt. Da habe ich noch mal ein paar Mal den Imperator mitbestellt. Und die hatten noch Bo-Katan. Unglaublich. Ja, und dann war ich noch im Aldi, habe mir mal ein paar Croissants noch gegönnt und an dem Ding bin ich irgendwie, konnte ich nicht vorbeilaufen. Ultraschall-Reinigungsgerät, das möchte ich mal testen, wie da die Steinchen werden, wenn man sie da reinschmeißt. Ja, mal einfach mal probieren. Wer weiß, wer weiß. Sieht auf jeden Fall interessant aus, war nicht teuer, waren 20 Euro. Ja, probieren wir mal aus. Gut. So, ist angeschlossen. Ja, lauwarmes Wasser soll man nehmen. Machen wir doch gleich mal einen richtigen Härtetest. Ja, da bin ich mal gespannt. So, die ganze Geschichte ist befüllt. Jetzt wollen wir mal sehen hier. Aha, 3 Minuten. Gut, warten wir mal. Ups. Ja, 3 Minuten später. Ich bin fertig. Bin mal gespannt hier. Nehmen wir das Ding erstmal vom Strom. Ich will ja noch länger für euch Videos machen. Zack. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Hallo, lebt ihr noch? Ih, das Wasser schon mal schmutzig. Oha. Sieht man's? Baut sie, oder? Also das nenne ich mal nicht übel, ey. Das sieht gut aus. Ich zeige euch mal kurz das Wasser. Hier. Eklig. Aber die Platte, die sieht wirklich gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nach 3 Minuten, dass das so fix geht. Hier vorne sind noch ein bisschen Schmutzreste, oder? Könnt auch täuschen. Ich lasse mal trocknen. Bin mal gespannt. Aber für das erste Ergebnis schon mal nicht schlecht. So, alle Polybags von den Heften getrennt. Mann, das war vielleicht eine Aktion, aber alle Hefte ganz, alle Karten ganz. Guckt euch mal den Kleber an. Richtig, richtig cool. Hopp. Da ist er. Komm. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Bleibt da eben oben. So, erledigt. Ihr seid live dabei, er müsste gleich wieder runterkommen. So, die Platte ist jetzt trocken und da sind tatsächlich noch ein paar Schmutzreste drauf. Jetzt man sieht es einigermaßen. Ganz, ganz leicht. Aber spricht ja nichts dagegen, die nochmal reinzuschmeißen. Es ist zwar ein Unding, das hier mit einem Teil zu machen, aber ich will jetzt einfach wirklich mal wissen, ob das Zeug sauber wird oder nicht. So, eingehängt. Wollen wir auch mal sehen hier. Rein mit dir. Zu. Gib. 3 Minuten, so lang spiele ich mit meinem Kleber wieder. Drei, zwei, eins. Wollen wir noch mal sehen. Tatsache, blitzeblank.
ist blitzeblank. Jetzt ist gut. Wahnsinn. Ja, bin begeistert. Ich denke jetzt mal für so ein bisschen Kleinzeug oder so mal zum Reinigen. Ist das doch ganz in Ordnung eigentlich, wenn man bedenkt, dass das wirklich nur mit Wasser stattfindet. Finde ich das okay. Mal abgesehen von der Sauerei hier. Schön, haben wir das erledigt und weiter geht's. So, und die Post war da. Auf DHL warte ich heute aktuell noch. Das dürfte noch ein bisschen dauern. Aber die Post war schon mal da. Und zwar zwei Sendungen. Einmal Anis Allerlei und einmal vom Julian von Heidebricks. Da hatte ich euch in einem Tutorial gezeigt, wie ich das bestellt habe. Und ja, gucken wir mal gemeinsam rein. So, jetzt auch. Naja, das ist doch schön. Viel Spaß mit der Bestellung. Cool. Richtig cool. Stimmt, da habe ich noch eine Figur mitbestellt. Und das sind ein paar Teile für meinen Mock. Ja, und dann kann ich das doch demnächst schon zusammensetzen. Ist doch richtig cool. Und jetzt gucken wir mal beim Julian rein, wie der das so macht. Alle hopp. Kleber spart da nicht, der Kollege. Jetzt aber. Oi. Es gibt Roulette. Dankeschön. Oh, nochmal. Merry Christmas. Ja, dir auch frohe Weihnachten, mein Freund. Schön. Alles da soweit, ne? Hier kommt dann noch die Packliste dazu. Jawohl. Hat mir schon ganz leid getan. Das war einiges, ne? Da kam einiges mit rein. Was haben wir denn da insgesamt? 89 Lots, 327 Teile. Gut, somit ist alles da. Auch ihn verlinke ich euch gerne nochmal. Und ich freue mich, dass ich mit dem Bau loslegen kann. Packliste. Und ja, jetzt warten wir aber noch auf DHL. Der müsste heute auch noch kommen. So, ich bin ein bisschen außer Atem. Ich habe gerade ein paar Pakete reinschleppen müssen. Dazu kommen wir gleich noch, was ich da alles bestellt habe. Jetzt ging es erstmal um das Wichtigere. Ich habe nämlich eine Bestellung erhalten. 127 Teile, 84 Lots, 59 € und 6 Cent. Ja, jemand, der das dritte Mal bei mir bestellt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hatte es erst letztens im Video gezeigt gehabt. Schaut mal hier, Fleur de la Cour geht schon wieder raus. Oh, verlässt mich. War nicht lange da. Darktrooper noch mit dazu. Ja, einige Bricks, einige Fässer, einen Sarg tatsächlich. Wir haben jetzt wirklich eine kunterbunte Bestellung, ja, mit einigen bedruckten Teilen. Es sind hier ein paar Türen mit dabei, ein paar Doorframes sind dabei, ein paar Fenches sind mit dabei. Ja, einige Minifiguren-Utensilien. Das ist auch so ein richtig witziges Utensil. Das kann man hier der Minifigur anziehen. Dann sieht das so aus, als trägt sie ein Boot. Gut, geht ja auch Fasnacht zu. Einige Haare haben wir auf jeden Fall hier mit dabei, einige Köpfe sind mit dabei, sogar hier vom Indianer ist was mit dabei, da hier einer meiner Lieblingshosen überhaupt. Ich finde die so cool. Ach, die mag ich, die Hose. Und ja, ihr seht schon viele, viele Torsos, einige Lecks und ja, ein paar Flaschen. Dann, wir sehen ja erstmal hier einen Haufen Minifiguren, ein paar Köpfe, ein paar Lecks, ne? Jetzt kommen dementsprechend Axt, Kreissäge, Axt, Messer. Was wird denn hier gespielt? Eine Turmspitze. Treppe auf jeden Fall auch noch mit dabei. Also richtig viele schöne Sachen auf jeden Fall, ne? Sticker sind hier mit dabei. Einige bedruckte Teile, einige bedruckte Fliesen. Sehr, sehr viel, was ich jetzt aus den Konvoluten die Tage erst gezogen hatte. Also wirklich ganz schön die Bestellung. Und dann sind wir auch schon unten und schon wieder in Kingsley. Unglaublich. Schon wieder in Kingsley. Wupp. Da ist sie. Das ist die Bestellung. Seht ihr denn die Turmspitze? Echt cool. Ich habe hier alles so ein bisschen zusammengepackt. Waren sehr, sehr interessante Teile mit dabei. Hier ist unser Kingsley drin. Und hier zeige ich es auch noch mal kurz. Da sind die Sticker. Die habe ich jetzt mit so einem Karton hinten, damit die nicht verknicken. Da sind auch die kleinen Fähnchen hier noch mit drin. Ja, super schöne Bestellung. Ich gebe dir ebenfalls ein bisschen durcheinander mit Minifiguren und Accessoires mit. Kannst du in dem Fall bestimmt brauchen. Und ja, vielen Dank für die dritte Bestellung bereits. Dankeschön.
So, Dille, also, ich habe es ja gerade erwähnt, die Post hat mich ganz schön auf Trab gehalten. Aber nicht wegen dem kleinen Paket hier. Das kam von Alternet, wo ich bestellt habe. Spoiler-Alarm. Es gibt nochmal zwei Konvolute demnächst. Das ist ein Wahnsinn, ne? Ob es glaubt oder nicht, die große Kiste ist ein 5-Kilo-Konvolut ungefähr. Und die kleine Kiste ist ein 10-Kilo-Konvolut. Naja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Auf jeden Fall bin ich dann gespannt. Das gibt es in einem separaten Video zu sehen. Alternet. Machen wir kurz und knackig. Hoch, 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 hoch. Okay. Zugeschlagen. Jede Menge Kleinzeugs. Ninjago, City, Friends. Und jetzt achtet mal darauf, was es als PvP gab. Ich schmeiß mich weg. Ich habe endlich einen neuen Geldbeutel. Oh wei. Naja, okay. Gab es auf jeden Fall eine gute Aktion, konnte ich nicht nein sagen, habe ich zugeschlagen. Auch die fand ich ganz cool irgendwie. Hat was. Mal gucken, ob wir die irgendwo dazu schenken oder so. Auch im Friends-Bereich gab es einiges. Ja, finde ich ganz schön, finde ich cool. Passt. Hier auch ein paar schöne Sets mitgenommen. Ja. Aber ich mache jetzt ans andere Video mal ran. Ich möchte in die Konvolute reinschauen. Ich möchte ja auch den Empfang bestätigen. Schön, los geht's. Eine Bestellung, die wieder eingegangen ist, beziehungsweise sind sogar noch drei weitere da. Wahnsinn heute wieder. 160 Teile, 6, nee, 19 Lots, 12,30 € so rum. Ja, einige Bricks, die man hier gebrauchen kann. Viel Use dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir hier auch tatsächlich Brick Modified, Random Flag. Wir haben diese Hinge Plates. Wir haben ein paar Funkgeräte. Diese Clown fand ich auch ganz witzig. Die habe ich heute erst eingestellt. Diese Weapon Gun, das war die von Bo-Katan. Eine 4x4 Plate, Round Tiles, Round Plates. Dann haben wir einige Tiles hier mit drin. Und ja, Corner Tiles auf jeden Fall noch mit drin, Round Tiles und Tile with Open Stud. Schöne Bestellung. Upp, da ist sie. Das ist die Bestellung. Es sind einige Tiles hier mit reingekommen auf jeden Fall. Ich habe hier soweit alles mal zusammengepackt. Waren jetzt auch ein paar Minifiguren-Utensilien mit dabei. Gibt noch ein paar von meiner Seite aus mit dazu. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank für die schöne Bestellung und bis zum nächsten Mal. Und die nächste Bestellung, auch schon mittlerweile ein sehr geschätzter Stammkunde hier. Fünf Bestellungen, 641 Teile, 83 Lots, 66,30 €. Geht los mit einer Ninjago-Figur. Wir haben hier ein paar Engine-Teile, einmal in Schwarz, einmal in Dark Blue Gray. Fand ich auch interessant. Der Dinosaurier geht gleich schon raus. Hatte ich auch erst eingestellt. Dann haben wir einige Arches. Wir haben Gefängnisgitterfenster, haben wir hier mit drin. Einige Bricks, Brick Modified Masonry Bricks, Round Bricks. Eine Chain ist mit dabei, dann haben wir hier die passenden zwei Türen, gibt wohl ein Gefängnis, nett. Einige Minifiguren-Utensilien, einige Köpfe, einige Schilder und einige bedruckte Torsos sind hier mit drin. Hier nochmal ein paar Utensilien hier und hinterher. Und dann sind noch einige Plan-Teile hier mit drin. Wir haben ein paar Plates mit drin, wir haben ein paar Blümchen hier übrigens noch. Dann haben wir einige Slopes hier mit drin in verschiedensten Variationen. Könnte natürlich Felsbau oder irgendwas in der Richtung sein. Das fand ich auch sehr interessant. Ich frage mich, was man damit baut. So ein Sports-Hockey-Helm, aber relativ groß, zeige ich euch dann gleich mal. Zwei Stück. Aber schön, wenn die natürlich rausgehen. Dann haben wir hier wieder ein paar Fischlis tatsächlich. Also einige bedruckte Frillisen. Wir haben die Triangular-Fliesen. Das sind diese Dreiecke hier, ne? Dann haben wir noch. Ne, weg. Dann haben wir noch Pentagonalfliesen, mit denen baue ich auch sehr, sehr gern. Runde Fliesen, Wedge Plates sind hier mit drin. Und dann haben wir hier noch diese Shutters. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Und drunter eine Minifigur, die Fitnessfrau. Ja, schön. Zack und zack. Da sind sie. Das sind diese Hockeyhelme, wo ich meinte, ne? Finde ich relativ interessant. Vielleicht kann es derjenige gerne mal in die Kommentare schreiben, was hier geplant ist. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, da ist unser Dino. Original noch so zerlegt, wie er ankam. Viel Spaß hier beim Aufbauen. Hier sind noch einige Utensilien mit drin. Hier sind diese Palmenblätter in Dark Green, finde ich auch sehr, sehr schön. Und das sind diese Fliesen, wo ich meine, diese Pentagonalfliesen, mit denen baue ich sehr, sehr gerne. Ja, einiges zusammengekommen, wie man sieht, ne? Und ich sage herzlichen Dank für die Bestellung. Kriegst auch mal eine von den Figuren, von den Kastenfiguren hier.
Und ein paar Minifigurenteile dazu. Und dann geht das heute noch auf Reise und hoffe ich, dass es demnächst schon da ist. Danke dir nochmal. So, und dann kommt die letzte Bestellung, die wir uns in diesem Vlog anschauen, sonst artet das doch zu sehr aus. Ein bisschen gerade stellen. So, drei Teile, drei Items, drei Teile, drei Lots, so rum, Entschuldigung, 13,10 €. Ganz toll, schaut mal hier. Eine ganze Reihe Batman-Figuren. Einmal Batman, einmal Joker und einmal The Riddler. Cool. Kommt so auch nicht alle Tage vor. Da sind sie, die drei. Einmal hier. Und jetzt Überraschung, es gibt noch Utensilien dazu. Ja, habt da noch was drin gehabt. Die gibt es mit dazu. Herzlichen Dank dafür für die Bestellung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Dann geht das auch noch heute auf Reisen. Ja, und dann schauen wir zum Schluss nochmal in den Shop, was sich dort getan hat. Im Shop angekommen. Was sehen wir da? Wir haben bald den 200. Fan. Ja, richtig cool. Ganz, ganz klasse. Herzlichen Dank euch dafür. Ich freue mich immer riesig über solche Dinge. Und ihr habt jetzt auch in diesem Vlog gesehen, es ist einiges gegangen. Einige Teile sind gegangen. Ja, ist einiges rausgegangen, aber ich konnte auch gegensteuern. 131,060. Ja, richtig gutes Teilehoch auf jeden Fall. 6.872 Lots. Ich war zwar schon mal zwischenzeitlich auf über 7.000 Lots, aber ich finde, alles über 5.000 Lots ist eine sehr gute Auswahl. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Und dafür möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken, dass ihr da mal alle so toll mitmacht. Es macht Riesenspaß mit euch. Und ja, auch vielen Dank natürlich allen nochmal fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog. Euer Bricknick. Dankeschön.